Ja, moin moin und herzlich willkommen, liebe Psychonauten und Nachtschattenfans, zu einer weiteren Ausgabe eurer Nachtschatten-Television. Ja, wie ich es angekündigt hatte vor einiger Zeit, kommt heute in unserem Hauptbeitrag eine kleine Lesung eines wunderbaren Texts des hochgeschätzten Menschenrechtsaktivisten Michael Kleim aus Gera. Dazu mehr nachher. Zunächst wie immer ein kurzer Blick auf die neuen Medien unseres Verlagshauses, die jetzt gerade erschienen bzw. in der Mache sind. Jetzt ist da, was ich vorige Folge schon gezeigt und auch einen Einblick gegeben hatte, Weed of Wonder, ein wunderbarer Prachtband zur Kulturgeschichte der Cannabispflanze. Eine Kooperation der Firma Sensi Seeds in Persona Ben Dronkos, der Gründer und Chef von Sensi Seeds, und des Museums, das er gegründet hat, das Hash Marijuana and Hemp Museum, das nicht nur in Amsterdam zu finden ist, sondern auch in Barcelona und anderswo. Einen Einblick in das Buch hatte ich euch voriges Mal schon gegeben. Auf unserer Webseite, deren Adresse ihr unten in der Videobeschreibung findet, habt ihr auch nochmal ein paar Ansichten dieses wunderbaren Buchs. Das gibt es in zwei Ausführungen. Ich habe hier die lila Version in der Hand. Das gleiche gibt es nochmal in einer grünen Version, aber inhaltlich komplett gleich. Wer von euch Interesse hat, das nochmal ein bisschen genauer zu sehen, der schaue die vorige Folge eurer Nachtschattentelevision hier auf dem Kanal an. Da habe ich das Buch bereits einmal vorgestellt. Jetzt jedenfalls lieferbar und ein wirklicher Knaller. Wir haben das Buch auch an die verschiedenen Bundestagsabgeordneten Deutschlands geschickt und werden es auch an die großen deutschen Medien noch aussenden, damit die eben auch eine Inspiration haben in Sachen Cannabis und Drogenpolitik im Allgemeinen. Ebenfalls schon mal angekündigt und kurz gezeigt, ein neues Werk, auch bei uns im Vertrieb, zum Thema Medizinalcannabis, ganzheitliche Behandlung mit Cannabis. Und es ist also hier, wie auch hier seht ihr, ein dickes Buch, das wir neu im Vertriebsprogramm unseres Verlags haben. Von Herber Press, da ist es rausgekommen. Es ist eine amerikanische oder eine Übersetzung aus dem amerikanischen Englisch ins Deutsche und ein dickes Kompendium zur Cannabismedizin. Also auch eine gute und konzise Übersicht zum Thema für alle, die sich für Cannabis als Heilmittel und die damit verwandten Gebiete interessieren. Auch dieses, ihr seht, ich habe es in der Hand, ist jetzt bestellbar über unseren Verlag, über unsere Website. Auch die Adresse zum Buch findet ihr unten in den Shownotes. Dann haben wir gerade neue Titel in Vorbereitung, die ganz, ganz, ganz bald jetzt in den Druck gehen. Da blende ich euch die Cover ein. Auch die hatte ich kurz schon mal vorgestellt vom bekannten und geschätzten Autor und Anthropologen Jeremy Narby, der auch viele wunderbare Publikationen zu psychoaktiven Substanzen schon hat und weiterhin auch haben wird. Ein Buch Tabak und Ayahuasca in unserer Reihe Smart Plus. Ja, er bereitet auch gerade ein ganz neues Buch vor, nochmal zur Kulturgeschichte des Hanfs, daran anschließend an Weed of Wonder. Und das wird auch bei uns im Verlag erscheinen, aber das ist jetzt noch nicht spruchreif, da hat er die ersten 3-4 Kapitel gerade mal geschrieben. Tabak und Ayahuasca, ein wunderbares Buch von Jeremy Narby zum Thema, was ja gerade auch aktueller Hype auch ist, muss man sagen. Ayahuasca ist ein Modethema und Tabak ist auch gerade so ein bisschen ein Ding, was in unserer Gesellschaft immer mehr und mehr verteufelt wird. Und da kann man sich mal angucken, wie die Verbindung zwischen Tabak und Ayahuasca als Schamanenpflanzen, als Meisterpflanzen, als Lehrerpflanzen auch ist und dass der Tabak doch deutlich mehr Aspekte und Facetten aufzuweisen hat als die billigen Marlboro-Zigaretten, die mit wirklichem Tabak nicht wirklich was zu tun haben. Dann ein weiteres Buch, Rückkehr nach Eleusis von Matthias Bröckers aus unserer Reihe Smart Bücher, Smart Books, also das sind die kleinen für die Westentasche im Postkartenformat. Das Buch sollte ja eigentlich im April schon rauskommen, das haben wir aber jetzt geschoben, weil Eleusis zum Weltkulturerbe, zur Weltkulturstätte ernannt werden sollte dieses Jahr. Das wurde aber aufgrund von Covid und anderen Dingen auf 2023 verschoben, weshalb wir das Buch auch dann eben nicht eiligst im April rausgebracht haben, sondern das jetzt in Ruhe fertig machen. Es ist so gut wie fertig und wird auch demnächst in Druck gehen und in wenigen Wochen erscheinen. Das werden wir euch dann hier natürlich auch nochmal erzählen. Dann haben wir Neuauflagen in der Mache, zum Beispiel von Jochen Gartz, der Herr hab ihn selig, er ist verstorben im vorigen Jahr, haben wir sein Kultbuch Narrenschwämme, psychoaktive Pilze rund um die Welt in einer Neuausgabe mit
neuem Cover, blende ich euch auch ein. Und einer Ergänzung, die ich vorgenommen habe. Ich habe nämlich jetzt den Psilocybe germanica, den deutschen Kahlkopf, mit aufgenommen, den Jochen Garz zusammen mit dem Kollegen Georg Wiedemann 2014 erst entdeckt und beschrieben hatte. Der wird also in der neuen Auflage und Ausgabe der Narrenschwemme auch mit drin sein. So ist das Ganze dann in puncto europäische Psilocybe-Pilze auch vollständig. Eine weitere Neuauflage von Dr. Albert Hofmann, dem Entdecker, Erfinder des LSD, Mutterkornalkaloide, in unserer Reihe Nachtschatten Science. Das Buch haben wir schon lange im Programm, ist im Grunde ein Reprint eines alten wissenschaftlichen Buchs von Albert, und wir haben jetzt eine Neuausgabe da auch am Start. Ja, ansonsten gibt es noch viel, viel anderes. Guckt euch einfach mal unsere Seite nachtschatten.ch an. Ihr findet sie in den Shownotes auch verlinkt. Dann ist auch gerade erschienen, jetzt auch am Kiosk seit dem 27. August, Lucys Rausch. Ja, unsere Sonderausgabe oder unsere Schwerpunktausgabe Cannabiskultur, Ausgabe 12, Sommer 2021. Leider, wie voriges Jahr auch, die einzige Ausgabe in diesem Jahr. Corona-bedingt ist das einfach bei uns jetzt so gelaufen. Wir konnten aufgrund mangelnder Vertriebskanäle und Absatzmärkte eben leider keine zwei Ausgaben produzieren. Wir werden aber alles daran setzen, dass sich das im nächsten Jahr ändert, dass wir ab 2022 wieder zwei Ausgaben an den Start bringen. Ganz, ganz wichtig, denn uns fehlen auch immer noch Abonnenten. Ich hatte es in der vorigen Folge schon mal gesagt, es ist so ein bisschen auf der Kippe. Wir machen sehr, sehr viel mit Lucys Rausch. Wir haben sehr viel Aufwendungen, auch finanzielle Aufwendungen, und verdienen einfach nicht wirklich genug, weil uns die Abonnenten fehlen. Und weil auch zahlreiche Abonnenten, wer von euch jetzt sich angesprochen fühlt, möge entsprechend sich mal Gedanken machen, auch ihre Rechnungen nicht bezahlen. Das heißt, wir haben also diese Produktionskosten, Autorenkosten, Druckkosten und so weiter und so fort. Das ist immens viel, aber eben nicht genügend Einnahmen, um das Magazin finanziell eigentlich zu stemmen. Von daher, wir machen es die ganze Zeit noch, aber wenn wir nicht doch im Lauf des nächsten Jahres auf jeden Fall deutlich mehr Abonnenten noch haben, die das Heft haben wollen und bezahlen, dann ist noch offen, wie es weitergehen wird. Also von daher, schaut doch mal rein. Ihr seht, das Cover ist entsprechend explizit jetzt auch aufgemacht, damit am Kiosk der geneigte potenzielle Lucys-Leser das Magazin noch überhaupt sieht, damit es überhaupt auffällt. Ein schönes Cannabisblatt in der Hoffnung, dass all jene unser Magazin für sich entdecken, die es bisher noch gar nicht kannten. Ja? Und wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich da auch ordentlich Werbung für machen. Ja? Wir haben jetzt auch eine ganz neue Aktion. Also jeder, der Lucys bewerben möchte, kann sich bei uns melden und bekommt ein paar Exemplare an die Hand, um die zu verschenken. Denn unsere treuen Leser, unsere treuen Fans sind doch immer noch die besten Werbeträger für unser Magazin. Wenn ihr also in eurem Bekanntenkreis so ein bisschen Reklame macht für das Heft und das ein bisschen bekannter macht, dann besteht doch die Chance, dass wir das auch auf Dauer weiterhin produzieren können und dass das Magazin auch in den nächsten Jahren noch verfügbar sein wird. So viel zu den neuen Buch- und Magazinerscheinungen. Wir hatten dann noch ein Video am 28. August. Ist auf unserem Kanal, hier auf dem Kanal, ein exklusives Video an den Start gegangen. Anderthalb Stunden Interview mit Stanislav Grof. Anlässlich seines 90. Geburtstags. Das Interview hat Friederike Meckel-Fischer geführt. Frage und Antwort stehen Stan und seine Frau Brigitte Grof. Und dieses Video gibt unglaublich viele private Einblicke auch ins Leben von Stanislav Grof und auch natürlich in seine Arbeit. Es wird auch um das Geburtstags-, das Jubiläumsbuch für Stan gehen, das wir hier mehrfach schon vorgestellt haben. Und darüber hat er sich auch unglaublich gefreut. Und dieses Video ist wirklich ein Highlight für alle echten Fans von Stanislav Grof und seiner Arbeit und letzten Endes auch von der psychedelischen Kulturbewegung und Forschung. Wer also Lust hat, sich dieses Video anzusehen, der kann unten in den Shownotes auf den entsprechenden Link einfach klicken und sich dieses wunderbare, über anderthalb Stunden dauernde Gespräch zu Gemüte führen, ihr Lieben. Ja, dann kommen wir jetzt zu unserer Lesung für heute, unser Hauptbeitrag. Dieser Beitrag ist erschienen online auf unserer Seite lucys-magazin.com in der Rubrik Extra. Das ist eine Paywall-Rubrik, also eine Rubrik für Bezahlartikel. All diejenigen von euch, die ein Online-Abo abgeschlossen haben, bekommen natürlich die Extra-Artikel im Rahmen ihres Online-Abos kostenlos. Alle anderen können es für wenige Cent kaufen, also die einzelnen Artikel. Ihr findet auf unserer Internetseite
auch eine ganze Rubrik, eine Übersicht in der Navigation über Lucy's Extra, wo ganz viele tolle Texte versammelt sind. Als letztes haben wir jetzt von Felicia Molenkamp einen Text über Papaver Somniferum, den Schlafmond, hochgeladen, freigeschaltet. Dann gibt es natürlich den Text von Michael Klein, den ich jetzt gleich auszugsweise verlesen werde, mittelalterliche Zustände in der Drogenpolitik. Einen sehr, sehr interessanten und ausführlichen Artikel von Dirk Netter über Adrenochrom und. Guckt euch das mal an. Auch hier findet ihr unten den Link in den Shownotes zu unserer Rubrik extra mit all den Special Contents, die wir da für euch bereitstellen. Gerade Adrenochrom ist ja auch so ein Thema, das hatten wir hier auch schon mal besprochen im Rahmen eurer Nachtschattentelevision, das ja doch sehr, sehr kontrovers diskutiert wird. Und der Dirk hat sich mal die Mühe gemacht, mal so das ganze Mysterium rund um Adrenochrom mal aufzuschlüsseln und in Artikelform bereitzustellen. Also absoluter Tipp für euch. Hat auch schon einiges an Diskussionen in den Social-Media-Netzwerken ausgelöst. Ja, so viel kann ich schon mal sagen. Also, der Text von Michael Klein. Michael Klein ist so viel zuvor ein Pfarrer, ein Menschenrechtsaktivist aus Gera, der sich schon sehr, 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 sehr lange, seit vielen, vielen Jahren auch für eine Veränderung der menschenunwürdigen, ja menschenverachtenden Drogenprohibition einsetzt, für eine Veränderung der Drogenpolitik. Ihr wisst ja, wenn ihr meine Formate hier auf YouTube regelmäßig rezipiert, dass ich persönlich von Religion überhaupt nichts halte und schon gar nicht von der institutionalisierten Religion. Es ist für mich ein Machtwerkzeug, das auch mit Spiritualität überhaupt nichts zu tun hat. Deswegen habe ich mit der Kirche und all diesen ganzen Einrichtungen ein großes Problem. Michael Klein aber ist jemand, der mich dadurch sehr versöhnt. Er ist Pfarrer, er ist Seelsorger und dennoch jemand, das werdet ihr auch gleich am Text sehen, der nicht einfach blind in diese Kirchenkerbe, in diese Machtkerbe schlägt, sondern wirklich jemand ist, dem es um den Menschen geht, dem es um Gemeinsamkeit geht, dem es wirklich um die Grundwerte des christlichen Glaubens auch geht. Und da gibt es ja nun heutzutage, unterstelle ich mal, ganz, ganz wenige, wo das wirklich so ist. Und gerade im religiösen Bereich finden wir also vieles an Scharlatanerie, vieles an Machtmissbrauch und so weiter und so fort. Und der Michael Klein ist jemand, der doch wirklich in eine andere Kerbe schlägt und wie gesagt mich doch damit ziemlich versöhnt. Und eventuell geht euch das ja ähnlich. Ich werde euch also jetzt dann auszugsweise aus dem Text vorlesen, der sich dann nennt Mittelalterliche Zustände in der Drogenpolitik, zu finden in der Rubrik Extra auf unserer Seite luciesmagazin.com. Mittelalterliche Zustände in der Drogenpolitik. Text Michael Klein. Es gab eine Zeit, als die Obrigkeit im Auftrag der Kirchen meinte, sie müsse durchsetzen, was Menschen glauben durften und was nicht. Andersgläubigkeit oder gar Nichtgläubigkeit wurde kriminalisiert und verfolgt. Es gab Sondergesetze, Sonderermittlungsbehörden und Sondergerichte. Die Gewalt des Staates in Sachen Religion nahm Formen des Terrors an. Die blutige Spur der Inquisition zog sich durch Jahrhunderte. Die Religionsfreiheit wurde unter großen Anstrengungen den Herrschenden abgerungen und sie stellt eine bedeutende zivilisatorische Errungenschaft dar. Jeder Mensch entscheidet frei und selbst, welchen Glauben er wählen oder ob er keiner Religion angehören will. Die Religionsfreiheit wurde in den Kanon der Menschenrechte aufgenommen und ist in jeder demokratischen Verfassung verankert. Die Freiheit, die inzwischen in Bezug auf Glauben und Gewissen des einzelnen Menschen geschützt wird, wird dagegen im Bereich einer psychoaktiven Selbstbestimmung weiterhin verweigert. Der bevormundende Staat will entscheiden, welche Drogen seine Untertanen nutzen dürfen und welche nicht. Dabei regeln dies Landesregierungen je nach Lust und Laune. In den meisten muslimischen Ländern wird Alkoholkonsum kriminalisiert. In Bolivien wurde der traditionell verankerte Coca-Gebrauch legalisiert. Weltweit bleibt sogar der harmlose Mate de Coca strafbewehrt. Psychoaktiver Hanfgebrauch ist ohne Verfolgung unter anderem in Uruguay, Colorado und den Niederlanden möglich, doch in Saudi-Arabien, Vietnam und dem Iran können Menschen wegen Besitzes größerer Mengen hingerichtet werden. Drogenverbote sollen in inquisitorischer Tradition mit Sondergesetzen, Sonderermittlungsbehörden und Sondergerichten durchgesetzt werden. Die Gewalt des Staates in Sachen Prohibition nimmt global Formen von Krieg und Terror an. Systematische Menschenrechtsverletzungen und eine Destabilisierung der Demokratie sind die Folge. Ich möchte es durchaus so formulieren.
Wenn Menschen allein aus dem einen Grund, weil sie sich für eine bestimmte psychoaktive Substanz entschieden haben, ausgegrenzt und kriminalisiert werden, wenn Menschen allein aus dem einen Grund, weil Drogengebrauch zu ihrer Lebenskultur dazugehört, künstlich erzeugten Gesundheitsrisiken ausgesetzt oder gar in den Tod getrieben werden, dann haben wir es mit einer Form gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit zu tun. Dies sollten wir in der Diskussion vielleicht noch klarer herausstellen. Prohibition stellt eine Spielart gruppenbezogener Menschenfeindlichkeit dar. Die Prohibition, ich wiederhole es, steht nicht in der Tradition der Aufklärung, sondern der Inquisition. Ihr liegen keine rationalen Entscheidungen, sondern vielmehr Irrationalität, Anmaßung und Angst zugrunde. Ich möchte hier in Entsprechung anderer gesellschaftlicher Phänomene von Drogenphobie sprechen. Systematische Menschenrechtsverletzungen und eine Destabilisierung der Demokratie sind wesentliche Folgen einer Politik der Prohibition. Aus diesem Grund stellt die Frage nach der Überwindung der Prohibition keinen Nebenaspekt der Politik dar, sondern berührt wesentliche, existenzielle Aspekte unserer Gesellschaft. Auch Menschen, denen die Frage nach Drogengebrauch nebensächlich erscheint, sollten anfangen, sich mit der Drogenpolitik zu beschäftigen. Deshalb ist die Forderung nach Drogenfreiheit eine existenzielle Forderung unserer Zeit. Die Politik der Prohibition muss durch das Konzept Drogenfreiheit ersetzt werden. Drogenfreiheit verstehe ich dabei im Bedeutungssinn analog zur Religionsfreiheit. Das bedeutet, dass der Staat nicht zu entscheiden hat, welche Drogen seine Bürger nutzen. Die Menschen müssen als mündige Bürger diese Entscheidung selbst fällen dürfen. Die Dauerrepression des Staates in Richtung selektiver Abstinenz muss durch ein System geregelter, kontrollierter Abgabe unter Maßgabe von Jugend- und Konsumentenschutz ersetzt werden. In der Wahrnehmung von Drogengebrauch beherrschen juristische, politische, medizinische und problemfixierte Sichtweisen die öffentliche Auseinandersetzung. Eine entscheidende Möglichkeit, offener und kompetenter an die Sache heranzugehen, sehe ich darin, Drogengebrauch wieder als ein kulturelles Phänomen ernst zu nehmen. Soweit der Auszug dieses wunderbaren Artikels, fast schon Pamphlets, von Michael Kleim. Den ganzen Artikel, der über vier DIN A4 Seiten hinweg sich erstreckt, findet ihr dann als kostenpflichtigen Content auf unserer Internetseite. Wenige Cents müsst ihr dann nur für investieren, um den ganzen wunderbaren Text zu lesen, und dort werdet ihr auch viele weitere exklusive interessante Inhalte finden, ihr Lieben. Ja, das war also der Michael Kleim mit seinem wirklich absolut tollen Statement, ja, und dass sowas aus dem Mund bzw. aus der Feder eines Pfarrers kommt, dürfte einige von euch erstaunen, so wie es mich am Anfang auch erstaunt hat. Der Michael lehnt sich da schon auch sehr weit aus dem Fenster, eben weil er ein echter Menschenrechtsaktivist ist und die Werte, die christlichen Werte, tatsächlich noch hochhält. Und sowas findet man ja heutzutage gerade in dieser crazy Welt nicht mehr so oft. Ja, ihr Lieben. Kommen wir als letztes für heute zu den anstehenden Terminen. Wer von euch jetzt schnell ist und eventuell in der Nähe von Zürich lebt und mit dem Business, dem Cannabis-Business, sich verbunden fühlt, der kann nach Zürich gehen. Am 11. und 12. ist dort die CB Expo. Keine Ahnung, ob man dafür jetzt noch Karten kriegt. Das ist ja schon am jetzt kommenden Wochenende. Und dort werden wir also auch mit einem kleinen Stand unseres Verlags vertreten sein. Und das wird ein B2B der Cannabis-Szene. Das Ganze ist organisiert vom Ben Ahn, der auch die Cannatrade organisiert, veranstaltet. Und von daher könnte es sein, dass ihr dort unseren Stand sehen werdet, dass ihr auch auf meine Kollegen treffen werdet, etc. pp. Dann gibt es vom 22. bis 24. Oktober, und das werden wir in der nächsten Folge hier auch nochmal genauestens verlautbaren, die nächste Auflage der Cannabis-Messe Mary Jane in Berlin. Die ist ja jetzt Covid-bedingt auch ein paar Mal verschoben worden, finde ich ja normalerweise auch eher im frühen Sommer statt. Dieses Jahr vom 22. bis 24. Oktober eher ein herbstliches Event in Berlin, die größte deutsche Hanfmesse Mary Jane. Auch hier findet ihr die Adresse, die Internetadresse in den Shownotes und könnt euch da entsprechend informieren und auch
anmelden. Ja, ihr Lieben, das soll es für dieses Mal gewesen sein. In der nächsten Folge werden wir euch dann die neuesten Medien, die wir jetzt gerade vorbereiten, präsentieren und wieder mit einem interessanten inhaltlichen Thema um die Ecke kommen. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Spätsommer, Frühherbst. Na gut, Frühherbst kann man noch nicht sagen, wir haben September. Aber so allmählich, ich gucke aus dem Fenster, wird es doch schön. Und jetzt hat dieser trübe Sommer doch endlich ein Ende gefunden offensichtlich. Und es wird endlich sonnig und warm, sodass wir auch draußen noch mal ein paar Stunden genießen können. Und da wünsche ich euch viel Vergnügen und Erhellung dabei. Bleibt uns gewogen, bis zum nächsten Mal und tschüss.